aus Deutschland. Ich bin Ilke vom Kanal Buchgeschichten und diesmal wollte ich das Buch Der Hals der Giraffe von Judith Schalansky vorstellen. Das Ganze spielt in einer kleinen Stadt im Osten Deutschlands nach der Wende. Wie sicher einige von euch wissen, wurde Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt. Dieser Aspekt ist nicht ganz unwichtig für diesen Roman, deswegen werde ich an dieser Stelle ganz kurz darauf eingehen und dann machen wir mit dem Buch weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg also gab es zwei deutsche Staaten, zum einen die DDR, die Deutsche Demokratische Republik im Osten, die errichtet wurde unter der sowjetischen Besatzungsmacht und realsozialistisch regiert wurde. Und dann gab es im Westen noch die BRD, die Bundesrepublik Deutschland, einen demokratischen Rechtsstaat, errichtet unter den drei Besatzungsmächten USA, Großbritannien und Frankreich. Beide deutsche Staaten hatten also ganz unterschiedliche Systeme und Strukturen, politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. In der DDR wurden Kinder beispielsweise schon ab dem Kleinkindalter politisch-ideologisch erzogen. Der Staat kontrollierte und überwachte die Menschen und sobald es einen Verdacht gab, dass jemand nicht staatsloyal ist, konnte es auch entsprechende Konsequenzen geben. Und noch einiges mehr. Das ist an dieser Stelle natürlich nur eine sehr kurze, knappe Zusammenfassung einiger weniger Aspekte, die aber, denke ich, an dieser Stelle reichen sollten, um einen groben Einblick zu bekommen. Springen wir also in das Jahr 1990. In dem Jahr fand nämlich die Wiedervereinigung Deutschlands statt. Der Osten war zuvor schon wirtschaftlich schwach gewesen. Nach der Wiedervereinigung konnte er sich davon auch nicht gänzlich erholen. Es gab viele Abwanderungen in den Westen, zunehmende Arbeitslosigkeit, dann die ohnehin schwache Wirtschaftslage und das führte dann zu einer immer schwächer werdenden Infrastruktur und das wiederum führte zu weiteren Abwanderungen. Einige Regionen Ostdeutschlands spüren es auch heute noch. Die Lebensverhältnisse sind leider teilweise immer noch nicht gleich auf. Also zu den Hintergrundinformationen kommen wir nun zum Roman. Erst einmal ganz allgemein, das ist die Geschichte einer eigensinnigen, unnachgiebigen Frau, die erkennen muss, dass sich ihr Leben auf eine Sackgasse zubewegt. Und diese Frau heißt Inge Lohmark, sie ist Mitte 50 und lebt in einer Kleinstadt in Vorpommern, einem Landesteil im Osten Deutschlands. Sie ist Lehrerin von Beruf und das an einem Gymnasium, das bald geschlossen werden soll, weil es in der Region nicht mehr genügend Schüler gibt. Sie unterrichtet dort seit 30 Jahren nun Biologie und Sport und sie ist eine sehr strenge und gefürchtete Lehrerin, die von ihren Schülern auch Disziplin und gute Leistungen fordert. Sie ist aber auch sehr gefühlskalt, also Mitgefühl und Empathie gibt es bei ihr nicht mal ansatzweise. Es lässt sie also beispielsweise völlig kalt, wenn eine Schülerin vor ihren Augen schikaniert wird. Ganz egal, ob sie verbal fertig gemacht wird oder körperlich attackiert wird. Inge unternimmt da nichts. Ihr Motto lautet, nur die Stärksten überleben, frei nach Darwins Evolutionstheorie. Und diesen Konkurrenzkampf ums Überleben, diese Art von Selektion, wünscht Inge sich auch bei den schulischen Leistungen. Das heißt also, in Inges Worten, wer zu dumm ist, soll am besten gleich rausfliegen. Um es kurz zu machen, die Biologie ist für Inge nicht nur Unterrichtsfach, sondern auch die Grundlage ihrer Weltanschauung. Wenn Inge etwas beobachtet, wenn sie über etwas nachdenkt, zieht sie Parallelen zu biologischen Lehren. Für alles, was in ihrem Leben, in der Gesellschaft, auf der Welt passiert, gibt es für Inge Antworten und Erklärungen in den Naturgesetzen. Es sei an dieser Stelle allerdings auch angemerkt, dass sie sich nicht scheut, sich die Wissenschaft so zurechtzulegen, dass sie in ihre Weltsicht passt, also auch ihr Handeln und ihre Ansichten rechtfertigt.
Aber durch all diese Bezüge zur Biologie gibt es hier auch immer wieder kurze, aber super interessante Ausführungen über verschiedene Lebewesen, beispielsweise Quallen. Wir lesen hier aber auch über die Gemeinsamkeiten von Fledermäusen und Menschen. Wir lesen auch über Einzeller und Dinosaurier beispielsweise. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön, weil es auch sehr vieles gab, was ich gar nicht wusste und weil sie es wirklich so locker, leicht und wirklich interessant erzählt. Dass Inge sich aber so für sämtliche Lebewesen begeistern kann, bedeutet noch lange nicht, dass sie ihre Mitmenschen in gleicher Weise schätzt. Eigentlich bekommt man hier häufig den Eindruck, dass sie eine Misanthropin ist. Zum Großteil lesen wir hier ihre sachlich trockenen Gedanken, in denen nicht selten auch Hohn und Sarkasmus steckt, insbesondere wenn sie innerlich das Verhalten der Schüler und Kollegen kommentiert. Sogar die Ehe ist für Inge eine Zweckgemeinschaft, ihre eigene eingeschlossen. Zuneigung und Wärme sind ihr also völlig fremd, außer wenn es um ihre Tochter Claudia geht. Da merkt man, dass es eine zwischenmenschliche Beziehung gibt, die sie nicht ganz kalt lässt. Claudia ist vor 12 Jahren in die USA ausgewandert und hat seit langer Zeit schon nur noch unregelmäßigen und sehr oberflächlichen Kontakt zu ihren Eltern und das auch meist per E-Mail. Auch wenn Inge in diesem Punkt ebenfalls sehr sachlich bleibt, merkt man, spürt man einfach, dass es sie schmerzt. Es gibt noch eine Person, die Inge nicht ganz kalt lässt, und zwar Erika, eine Schülerin. Auch wenn Inge das niemals vor sich selbst eingestehen kann und auch nicht wird. Inge ist schon ein spezieller, ein besonderer Charakter. Eine Person, der bestimmte Situationen und einige Veränderungen nicht ganz so leicht fallen. Und zwar in ihrer Rolle als Lehrerin, als Mutter und auch als Frau. Obwohl sie oft betont, wie wichtig Anpassung ist, übrigens wieder aus der Biologie, bedeutet es nicht, dass es ihr auch wirklich mühelos gelingt, sich immer anzupassen. Ganz im Gegenteil, es schwingt irgendwie auch immer so eine Perspektivlosigkeit mit. Es wird einfach auch immer deutlicher, dass sie das Gefühl hat, bald keinen Platz mehr zu finden, überflüssig zu sein. Und zwar nicht nur beruflich, wenn die Schule schließt, sondern auch darüber hinaus. Also ihre Prinzipien gelten als veraltet, ihre Ideale sterben aus, sie selbst ist nicht mehr die Jüngste und altert immer weiter. Und so fragt man sich dann auch, ob deswegen vielleicht ihre Gefühle immer wieder versuchen, an die Oberfläche zu kommen, einfach weil nichts anderes mehr übrig bleibt, also ihre Gefühle hinsichtlich ihrer Tochter und Erika. Und Inge ist auch nicht die Einzige, die sich ein wenig verloren fühlt. Im Lehrerzimmer gibt es immer wieder mal Diskussionen über den Kapitalismus und den Sozialismus, also über Politik, aber auch über die Vergangenheit und Zukunftsgedanken, auch wenn die Debatten letztlich zu keinem Ergebnis führen. Das Ende, muss ich sagen, hat mir ganz besonders gut gefallen. Also auf den letzten Seiten schon merkt man, dass sich etwas anbahnt. Den Höhepunkt erreicht es dann, finde ich zumindest, während einer Biologieunterrichtsstunde, die sich aber viel mehr anfühlt wie ein Vortrag. Eigentlich redet Inge über die Evolutionstheorie von Lamarck, aber im Grunde spricht sie auch über noch so einiges mehr und denkt dabei auch noch ganz anderes. Diese Szene fand ich wirklich sehr aussagekräftig und sie rundet die Geschichte auch wunderbar ab. Ein wirklich gelungener Abschluss, wie ich finde. Ein wirklich interessantes Buch. Für mich war es zumindest auch etwas Neues. Und obwohl Inge so trocken, kalt und hart ist, war die Lektüre doch auch erfrischend. Ungewöhnlich auf jeden Fall. Und das übrigens nicht nur inhaltlich, sondern auch die Aufmachung ist besonders. Die Kapitel und Unterkapitel sind Begriffe aus der Biologie, passenderweise. Und dieses Buch beinhaltet auch einige Zeichnungen, die fast alle von der Autorin selbst angefertigt wurden. Auch um die Typografie und den Einband hat sich die Autorin selbst gekümmert, zumindest bei der deutschen Ausgabe. Und dafür wurde Judith Schalanskis Buch dann
2012 von der Stiftung Buchkunst zum schönsten deutschen Buch gekürt. Vielleicht keine allzu große Überraschung, denn Judith Schalansky hat Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign studiert und danach an der Fachhochschule Potsdam typografische Grundlagen unterrichtet. 2008 veröffentlichte sie dann ihr erstes literarisches Werk und heute lebt sie als freie Schriftstellerin, Buchgestalterin und Herausgeberin in Berlin. Ihre Bücher wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Schalansky wurde im Übrigen 1980 in der DDR geboren. Das heißt, die ersten 10 Jahre bis zur Wiedervereinigung Deutschlands lebte sie selbst in der DDR. Sie ging gerne zur Schule und ihre Eltern waren übrigens beide Lehrer. Was sie unterrichtet haben, weiß ich allerdings nicht. Das ist auch nicht wichtig und ändert überhaupt nichts daran, dass ich dieses Buch denjenigen sehr empfehlen kann, die Lust haben auf ein Buch, das nicht nur eine sehr ungewöhnliche Hauptfigur hat, sondern auch einige Aspekte der deutschen Geschichte und Kultur beinhaltet und einem die Biologie auch noch näher bringt, nebenbei, auf unterhaltsame Art. Und das war's dann für dieses Video. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, ob oder was an diesem Buch euer Interesse geweckt hat. Oder falls ihr es schon gelesen habt, teilt natürlich auch sehr gerne eure Eindrücke mit. Und damit danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch wunderbare Lesestunden. Macht's gut. Liebe Grüße aus Deutschland. Ciao!